Gottfried Keller. So wären wir füglich gezwungen, wenn keine Sage über die Entstehung oder Stiftung der Eidgenossenschaft vorhanden wäre, eine solche zu erfinden. Da sie aber vorhanden ist, so wären wir tun, wenn wir die Mühe nicht sparten. Mögen indes die Gelehrten bei ihrer strengen Pflicht bleiben, wenn sie nur das Mögliche, Notwendige nicht absolut leugnen, um das Unmögliche an dessen Stelle zu setzen, nämlich die Entstehung aus nichts. Auch den Tell geben wir nicht auf und glauben an einen handlichen, rat- und tatkräftigen Schützen, der sich zu jener Zeit zu schaffen machte und unter seinen Mitbürgern berühmt war. Wir müssen das Lütli von heute sehen. Moritz Leuenberger, Bundesrat von 1995 bis 2010. Den drei Eidgenossen ging es also nicht in erster Linie um die Abschottung vor dem Fremden, sondern es ging ihnen um die Wahrung des sozialen Friedens und um den gemeinsamen Schutz vor Bedrohungen und Gefahren. Heute können wir mit gutem Gewissen sagen, dass der soziale Frieden in der Schweiz gesichert ist. Ist aber dieser Friede nachhaltig, wenn nicht auch unsere Nachbarn in Europa und die ganze Staatengemeinschaft in Frieden leben? Können wir nicht durch einen Beitrag zum Frieden in Europa und auf der ganzen Welt auch unseren Frieden besser abstützen? Heute wirken die drei Eidgenossen auf die UNO-Menschenrechtspakete und das Kyoto-Protokoll führen. Das Rütli steht für eine Heimat, für die jeder Mann und jede Frau eine persönliche Verantwortung übernehmen kann. Es ist ein Symbol für alle Menschen, welche Freiheit und Frieden für alle wollen. Lyriker und Kunsttheoretiker, geboren 1925, lebt in Rehau, Bayern. Schwitze. Lurger. Anlurger. Zulurger. Nicht reden. Sicher sein. Nur schauen. Nichts nehmen. Nur von weitem. Ruhig. Schweizer sein, Schweizer bleiben, null schauen. Von Goethe. Und frische Nahrung, neues Blut saug ich aus freier Welt. Wie ist Natur so hold und gut, die mich am Busen hält?
Die Welle wieget unseren Kahn im Rudertakt hinauf und Berge, wolkig, Himmel an, begegnen unserem Lauf. Auge, mein Aug, was sinkst du nieder? Goldene Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum, so gold du bist, hier auch lieb und Leben ist. Auf der Welle blinken tausend schwebende Sterne, weiche Nebel trinken, rings die türmende Ferne. Morgenwind umflügelt die beschattete Bucht und im See spiegelt sich die reife Frucht. I am the river, you are the sea. Let the love flow right through me. I am a river, you are the sea. Let the love flow right through me. I am the water, you are the ocean. Come fill me with emotion. I am the water, you are the ocean. I am the darkness, you are the light. Share with us then, enter my night. I am the darkness, you are the light. Share with us then, enter my night. Share with us then, enter my night. Kurzgeschichte des Wassers. Helmut Böhme, Professor Dr. Finn, lebt in Berlin. Ursache für die Unerschöpflichkeit des Wassers als Reservoir kultureller Symbolwelten ist der Reichtum und die Evidenz seiner Erscheinung. Wasser tritt aus der Erde als Quelle, bewegt sich als Fluss, steht als See, ist in ewiger Ruhe und endloser Bewegtheit das Meer. Es verwandelt sich zu Eis oder Dampf, es bewegt sich aufwärts durch Verdunstung und abwärts als Regen, Schnee oder Hagel. Es fliegt als Wolke. Es ist der Samen, der die Erde befruchtet. Es spritzt, rauscht, sprüht, gurgelt, gluckert, wirbelt, stürzt, brandet, rollt, rieselt, zischt, wogt, sickert, kräuselt, murmelt, spiegelt, quillt, tröpfelt, brandet. Es ist farblos und kann alle Farben annehmen. Im Durst weckt es das ursprünglichste Verlangen, rinnt erquickend durch die Kehle. Es wird probiert, schlückchenweise getrunken, hinuntergestürzt. Es lässt Enge und Weite des Lebens spüren. Es weckt beim Schwimmen die Ahnung davon, was Schweben, Gleiten, Schwerelosigkeit sind. Im Wasser wohnt der Embryo. Wasser reinigt Körper und Dinge. Ja, Seele und Geist. Wassertaufe. Wasser löst auf und verbindet. Es grenzt ab und vereinigt. In den Übergängen zwischen Flüssigem und Festem bildet es seltsame Zonen, schleimig, schmierig, qualmig, glitschig, schlammig, moorig, matschig. Aggregate, ohne die wir kaum wüssten, was zum Beispiel Ekel ist. Es öffnet Weite im Anblick des Meeres und bildet als Quelle oder Bach die Mitte. Es ist formlos, passt sich jeder Form an. Es ist weich, aber stärker als Stein.
so bildet es selbst Formen, Täler, Küsten, Grotten. Es gestaltet Landschaften und Lebensformen und durch extremen Mangel, Wüsten oder periodischen Überfluss, Regenzeit. Es ängstigt, bedroht, verletzt und zerstört den Menschen und seine Einrichtungen durch Überschwemmungen, Sturmfluten, Hagelschlag, symbolische Wasserkatastrophen lagern tief im kollektiven Gedächtnis. Sintflut, Atlantis, Titanic. So enthält das Wasser den Tod und gebiert das Leben. Der Urgrund ist das Wasser, erklärt Thales vor 2500 Jahren. Wasser ist Leben, sagen die Ökologen heute. Wer zwei Berge und Täler der Schweizer Alpen gründlich durchstreift hat, kennt die Schweiz besser, als wer mit einer Rundkarte in derselben Zeit das ganze Land bereiste. Ich war wohl fünfmal in Luzern und Vitznau und hatte den Vierwaldstättersee noch immer nicht innig begriffen und erfasst, bis ich nicht 7 Tage einsam im Ruderboot auf ihn zubrachte, jede Bucht befuhr und jede Perspektive ausprobte. Seither gehört er mir. Seither kann ich in jeder beliebigen Stunde ohne Bilder und Karten jeden seiner kleinsten Teile mir untrüglich vorstellen und von Neuem lieben und genießen. Form und Vegetation der Ufer, Gestalt und Höhe der Berge, jedes einzelne Dorf mit Kirchturm und Schiffwände, die Farben und Spiegelungen des Wassers zu jeder Tagesstunde. Aufgrund dieser sinnlich deutlichen Vorstellung erst ward es mir dann möglich, auch die dortigen Menschen zu verstehen. Gehaben und Mundarten der Uferdörfer, typische Gesichter und Familiennamen, Charakter und Geschichte der einzelnen Städtchen und Kantone zu unterscheiden und zu verstehen. Thank you.
den See. Gottfried Keller. Ich fuhr mit dem Frühboot von Luzern weg in die klassische Gebirgswelt hinein, welche im grauen Morgenschatten vor uns stand. Geheimnisvoll, gleich einem Theatervorhang, den goldenen Morgen verhüllend, der im Osten hinter ihr heraufstieg. Da ich nichts als Fest, Tell und Schiller im Kopf trug, so war es mir wirklich wie im Theater zumute. So erwartungsvoll, aber auch so absichtlich. Ich gedachte der Tell-Dekorationen, die ich da und dort gesehen und harrte fast ängstlich, kritisch auf das erste Erglühen eines Berghauptes. Da plötzlich und unversehens, indem ich mich rückwärts wandte, war die Klippenkrone des Pilatus rosig beglänzt und durch Linien des ersten Herbstschnees fein gezeichnet. Pilatus sagt. Der römische Landpfleger Pontius Pilatus, der Christus den Juden ausgeliefert hatte, nahm bekanntlich ein unrühmliches Ende. Nach Quellen, die ins 12. Jahrhundert zurückgehen, soll man die Leiche des in Ungnade gefallenen Machthabers zuerst im Tiber, dann in der Rhone und schließlich im sumpfigen Pilatussee versenkt haben. An allen Orten wirkte der Geist des Verstorbenen, sobald man ihn störte, in verheerender Art. Stürme und Gewitterregen überzogen die benachbarten Gegenden. Darum war auch der Besuch des Pilatussees lange Zeit behördlich untersagt und mit Strafe bedroht. Ein mutwilliger Steinwurf in das dunkeltrübe Wasser oder das unbedachte Warten im seichten Ufer sollen die Seele des alten Römers so erregt haben, dass die Gegend von Luzern augenblicklich unter Blitz und Donner